Schön, also los geht's, schön, dass du da bist. Jo, freut mich. Ja, ich habe ja schon geschrieben, ich habe gestern noch sehr, sehr lang rumgemacht, bis 8 Uhr noch mit alles vorbereitet, mit Cuttings und mit allem, mit Hochladen und Ja, Beschriften. dann erzähl doch nochmal, weil ich bin gar nicht dazu gekommen, zum Beispiel deinen langen Text zu lesen, weil ich gleich los musste. Was für ein langer Text, war das ein langer Text? Ah, nein, aber ich war ziemlich im Eile. Ich Soll habe ich gucken, warte. geschrieben. Hast du irgendein Bild auch geschickt? Ja, relativ lang. Ich habe das Bild geschickt. Ich hab den Release geschickt, wann es rauskommt. 18 Uhr heute. Also Spoiler. Das war das Erste, das sieht. Mit Thumbnail, mit allem habe ich dir geschickt. Ja, bis 8 Uhr noch rumgemacht. Ah. Dann ein bisschen Ja. gepennt und dann aufgestanden und weitergemacht, damit es heute 18 Uhr pünktlich rauskommt. Ich konnte nicht schlafen. Null. Ich Und war ja, komplett müde, ich ja auch aber nicht. ich konnte nicht schlafen. Ich habe, glaube ich, bis 10 oder so war ich wach. So ganz grob. Ich Oder weiß bis nicht, wann ich 9. eingepennt bin, ja, auch sehr spät. Ich habe noch geschrieben hier, die 2 Klicks holen wir uns bei YouTube. Yes, dafür lohnt sich das Durchmachen. Ja, einen hast du ja schon mal sicher. Ja, weil ich das Video gerade selbst gesehen habe, nochmal. Ein Test. Aber ich habe dich geehrt, dein Name, also ich habe nur Jens geschrieben, alles passt ja. Okay, starten wir. Mir ist das ja alles Latte. So, let's go. Jetzt können wir ja wegquatschen. Okay, das heißt, du bist spät eingeschlafen, da hast du denn überhaupt gepennt? Ja, klar, bis 16 Uhr oder ich weiß nicht genau. Ja. Ich habe jetzt auf dem anderen Monitor Vollbild meine Stream laufen, um zu sehen, wie die Qualität und alles ist. Komme ich Ich normalerweise bin gar nicht mit. mittags bin ich kurz wach geworden. Ja. Und hab mir nur gedacht, ey, nee, geht gar nicht. Ich bin doch hier schlafen gelegt. Sorry, ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Ja, passt, alles gut. Hä, wir wollten, ach hier, wir wollten ja essen, genau. Stimmt. Guckt arm, ich esse mal. Was ist hier? Guckt bei, ich esse mal ein Bein. Oder isst du das? Das andere ist am Boden da. Sekunde. Ich glaube, halt, dass das durch ist. Hä, was? Ist hier? Ich glaube, die greifen schon an. Bist du schon da? Ja. Wir sind schon draußen. Da rausgehst hast du erstmal. Ja, die greifen schon an. Wow. Die Fetten sind da auf einmal. Hey, der Ich brauchte wollte vier. getötet haben. Ja. Ich komme gleich. Der brauchte 4 Schläge von der starken Axt. Das ist ein anderer. Die kleine Axt ist fast besser. Du bist da manövrierfähiger. Ja, ich stehe leider gerade nicht dran, der Boah. ist zu hoch. Der hat mir auch gerade eine. Ist der? Die Einstellung ist von Gefotzt. gestern noch. 2 Schläge. Kommst du allein klar? Mach den mal bitte, Nee. ich muss hier was umstellen. Die greifen uns jetzt Ja. an hier. Gut. Geht's? Okay. Ich habe hier nicht beide Regler noch auf 100. Okay, auch tot? Okay. Kannst dann. Oder geh ins Haus am besten, bevor du was noch. Oder. Ah, da einer ist noch. Oh, ich bin fast tot. Hast mich noch geschlagen? Scheiße, ich war fast voll Energie, hä? Ich muss wieder kurz warten. Wo ist Die er schon? attackieren uns hier einfach. Weißt du, wir laden das Safe-Game und attackieren uns. Das war doch gestern gar nicht so. Oder vielleicht waren die schon auf dem Weg. Aber immerhin wussten wir, was passiert, ne? Wow, der hat das Haus kaputt Hab gemacht. ich gesehen. Oh! Du auch tot? Nö, ich bin stiften gegangen. Okay. Also, ich finde die Axt nicht gut. Die andere ist wendiger. Ich muss mir die andere nutzen, wieder nehmen. Große Scheiße. Aber die Ja, hackt da zumindest. ist noch einer. Die hackt. Ist das Hinter nicht der der, der uns Mitte. umgebracht hat? Nee, da ist noch einer. Ein Dicker ist noch da. Okay. Der Dicke frisst seine eigenen Leute. Das Was ich machen auch die alle kannibal. irgendwie. Macht Sinn, ja. Was ist, noch nicht beide sterben hier? Nee. Boah!
Das geht da aber heute actionreich los, ey. Das geht aber actionreich los heute. Voll geil. Endlich wieder. Sons of the Forest. Nicht sterben. Shit. Ich bin tot. Egal, dann können wir spawnen. Wir spawnen im Lager oben. Das ist anscheinend wieder alles da. Wir können looten dann. Looten? Okay. Ja, aber solche Attacken sind auch, ist auch krass, ja. Ich hab ja wieder schon vorhin gestorben. Hier ist alles wieder da. Ist alles wieder gespawnt. Hier. Ich muss dann echt mal schauen. Einfach wieder alles looten hier. Wie geht Gedärme? Kiste aufschlagen? Medizin halt gar nicht. Rottenfleisch. Weg. Energieriegel. Doch, gibt ein bisschen Gesundheit. Was denn? Energie, die gibt ein bisschen Gesundheit, ja. Wieso, lootest du eigentlich nicht oder kann man das alles doppelt looten hier? Ich habe alles schon gelootet. Echt? Okay, dann können wir, also muss ich mir nicht Sorgen machen. Wie gestern schon zehnmal gesagt. Okay, nice. Schau mal, da ist der Motor, der Schiffsmotor. Schau, dass man da nicht... Was man da nicht collecten kann, hier, eine Schiffsmotor. Gehen wir dann wieder zu unserem Haus, oder? Warte, ja. Da oben sind welche, aber ist egal. Ich gehe wieder surfen. Warte, kann ich hier runter, um das Schaden zu kriegen? Ja, gell? Ich gehe wieder surfen. Ich finde es voll geil hier. Okay. Aber so sind schon einige Pixel. Was ich noch probieren könnte, ist, ich weiß nicht, ob es die Grafikkarte schafft, Dual-Pass-Encoding. Also immer doppelt codiert. Dann kann man halt sehr, sehr viel einstellen gerade. Walper wäre nie Probleme. Aber es passt, glaube ich, so. Ich würde halt ungern wieder umstellen, alles auf 1080p. Zur Not können wir ja auch mal einen Tag, kann ich ja mal einen Tag auf YouTube streamen hier. Das geht 1440p. Wird Zeit für AV1. Ja, das wäre super. Ey, die haben echt viel kaputt gemacht hier. Kann ich ihm das Ding auf den Kopf werfen? Dong. Ja, geht. LOL. Ich kann dem den Baumstoff auf den Kopf werfen, krieg Schaden. Oha, neue Meter hier oben. Ey, unser Freund hier liegt da, oder? Nee, das ist er. Ich dachte, das wäre unser. Okay, warte mal. Das probiere ich nochmal. Ich nehme einen Baumstamm. Oder ich. Ist der noch da? Ach, du kämpfst schon mit denen. Okay, ja, passt ja. Ui. Okay. Wow. Hat mich umgehauen. Ja, steckt echt eine Menge ein. Ja. Aber der ist tot? Ja. Der andere hat ihn. Oder? Nee. Ich glaube, wir sind gleichzeitig gestorben. Ich habe echt gut auf den. Double kill. Multi-kill. Scheiße. Aber die kann man zum Beispiel nicht filtrieren. Also, hier. Bronchieren. Die Fetten sind einfach fett. Mal verbrennen, dann haben wir Rüstung. Hier ist. Hast du gehört? Ja. Ja, aber verbrennt. Hast du die Leiche mitgenommen? Ich finde die nicht. Nee. Raw collected Bein. Okay. Ich habe nichts mitgenommen. Okay. Rottenbein. Scheiße, Rottenbein. Guckt Arm. Warte. Das Rotten tun wir wegschmeißen. Mit dem kann man die auch nicht.
Geht nichts mit dem, oder? Ich hab auch keine Interaktion. Ich dachte, vielleicht kann man den irgendwie looten, aber ist nicht. Ich dachte zumindest, dass man die wegschleppen kann, aber... Nee, gar nichts geht mit dem. Nope. Warte. Guckt. Drinnen musst du das Ding rausnehmen aus dem Feuer, wenn du willst. Das Ding? Ja, damit es nicht verbrennt, aber ich kann schon benutzen. Hallo? Ich finde die Tür nicht so affig irgendwie. Hallo? Konnte ich auch nicht ahnen, dass das so abgehen wird. Warum raw? So, wir müssen oben wieder zumachen. Nee, tu halt das Ding rein. Raw Wein. Und das Rotten. Weg mit dem. Das Rotten können wir ja verbrennen. Zu Knochen. Okay. Glaube ich, oder? Ja, kann sein. Okay. So, hier hängen halt ein paar. Aber der geht. Der geht, das ist ein normal leicht. Und dazu mal ein bisschen essen. So. Das ist halt sehr, sehr strange mit diesem Schnee hier. Ist ja gar nichts. Wo ist denn überhaupt hier? Schon laut, ey. Aber voll geil, ich hab's ja geschafft, in richtige Dinge reinzustecken. Endlich. GG. Ja, ich hab ja vier Stecker. Ich hab die ganzen Stecker für verschiedene, für Dolby halt, weißt du, Center, links, rechts und alles. Und es sind ganz viele Stecker und das eins ist der Kopfhörerausgang. Der Kopfhörerausgang ging gestern nicht. Es ging nur das Hauptding. Es ging nur das Center-Ding. Und dann wollte ich cutten. Center ist halt Mono. Ja, ist er nicht gewesen gestern. So war lustig. Ich habe sogar YouTube-Tests gemacht, alles links, rechts. Ja, weil irgendwo in dem Programm dann die Phase gedreht wird und dann löscht sich das aus. Aber genau deswegen ist es nur auf einer Seite, weil es Mono ist. Jetzt nicht noch mehr Beine tragen. Scheiße, Mann. Raw? Ich häng auch mal kurz das Raw dahin. Ne? Was denn? Es gibt hier keine Schlitten für Holz und so, wenn ich das richtig sehe. Die haben viel vom Teil 1 nicht übernommen. Ja. Ey, dafür, was ist für denn den hier? Schlitten ist jetzt halt er da, der einen die Arbeit so ein bisschen abnimmt. Ach so, okay. Ich konnte sagen. Jetzt zum Beispiel nicht das Ding nehmen, aber es ist verschwunden dann. Okay, ich wollte noch ein bisschen mehr brutzeln. Bei GameStar ist ein Artikel. Wir erklären Ihnen in Klammern das sehr langsame, schnelle Zugriffssystem, oder wie heißt das? Also mit diesem Wechseln und sowas. Da ist ein Artikel, wo Sie das erklären. Mit diesem Waffenwechseln wo? Und sowas. Bei GameStar. Was uns ja gestern schon gesagt wurde. Mhm. So. Ich grill mal eine Runde. Ich bin echt gewillt, mal den Stream zu. Ich meine, ist ja scheiße, ich streame jetzt da oder nicht. Ich kann dann einiges umstellen. Oder kann man das im Live-Ding einstellen? Kann ich Live-Encoding ändern? Ich weiß nicht, probier's auch. Stream-Ausgabe, ja. Ja, doch, ich kann das Encoding im Live-Ding streamen. Oha. Okay, das mache ich jetzt gerade mal. Schauen wir mal, ob es überlastet ist. Ich gehe jetzt mal auf einfach langsamste Qualität und übernehmen. Jetzt ist halt. Höher sind Kolien. Okay. Nur für den Stream ist. Das ist jetzt. Höher sind Kolien. Über die Grafik. Wusstest du, dass man die Baumstumpfe auch wegmachen kann? Was heißt weg? Wie weg? Wohin? Weghacken, dann wachsen die Bäume nach.
Achso, nee, wusste ich nicht. Das habe ich heute Mittag, als ich kurz wach war, im Stream gesehen. Okay. Also immer schön Stumpfe wegmachen. Mach ich. So, ich hab jetzt das Encoding erhöht und ich habe noch keine Framers, lässt ja nichts. Oh, scheiße, ich... Ach, burnt, lol, jetzt hab ich das ganze... Hey, man kann keine Sekunde irgendwas anderes machen. Jetzt hab ich das ganze Essen verbrannt. Fuck you, man. Oh, Gottes Willen. Burnt, burnt, burnt. Alles verbrannt. Okay, dann können wir auch Knochen ausmachen lassen. Scheiße. Ey, du warst da so lange am Rumfummeln, dann habe ich es aufgegeben. Mal kurz noch mal schauen hier. Hab mir gedacht, ich baue ein bisschen. Okay. So, jetzt tun wir es nochmal erhöhen. Ich habe 71% Video-Encoding. Okay. So, nur für den Stream. Erstmal beste Quali, bla bla bla. Hohe Qualität. Profil ist high. Ein Durchgang, wir machen mal zwei Durchgänge. Irgendwas gevierteilte Auflösung. Okay. Übernehmen. Hast du deinen Two-Pass encoden? Also Doppel-Two-Pass. Einmal durch das. Ja. Ändert sich halt gar nichts im Stream. Also ich mache jetzt die höchste Qualität, die es geht. Also mehr geht über NV-Inc. nicht. Also mehr geht über NV-Inc. nicht. Hast du mitbekommen, dass die AV1 jetzt in jeder neuen Grafikgeneration einbauen werden, sowohl Encoding als auch Decoding? Ist ja schon drin. Also der 40er. Bei Nvidia auch? Ja, ist schon. Okay, und Intel will das jetzt auch in die integrierten GPUs einbauen. Das wäre halt ultra. Das wäre ultra. Weißt du, wie geil das Streaming ist? Dann hast du die Grafikkarte voll fürs Game und kannst mit der CPU encoden. Die braucht das AV1 ja nie. Ja. Weil die GPU braucht ja die CUDA-Kerne für RTX und sowas. Entweder nimmst du es für RTX oder nimmst du es für Encoding. Und dann hast du halt beides. Das wäre gigantisch. Also, höher kann ich nicht einstellen. Das ist das Höchste, was es geht. Erst du in Echtzeit Two-Pass machen? Mit komplette Dings? Warte, was ich noch ändern kann, ist um 230 was versetzen. Warte. Moment. 1, 2, 3, 4. Übernehmen. Okay. Also höher geht's nicht. Mehr geht echt nicht. Render-Ding habe ich auch nicht. Ja, ich glaube, es wird aber für Icarus nicht reichen. Für das Spiel reicht es, aber für Icarus wird es nicht reichen mit dem Rumrendern. Okay. Wo ist denn der Typ? Ich wollte dem sagen, dass er das einfach aufbauen soll, wieder das Haus. Oder, achso, das geht gar nicht, weil wir keine Blaupause haben, ne? Das Prop ich kann ist, übrigens gerade nicht sagen, wie die Qualität ist, weil du Werbung hast. Das Prop ist, ich weiß nicht, ob das jetzt auch noch so flüssig, so das ruckelt ein bisschen, aber eigentlich nicht. Grafikkarten-Encoding habe ich auf wie hoch? Immer noch 70%, okay, das ist egal. Also das mit dem CPU wäre krass. Zum Einnehmen. Das wäre auf jeden Fall krass, ja. Ich schau noch kurz mal. Überprüf's noch mal. Aber er müsste ja gemacht haben live jetzt eigentlich. Okay. Wollen wir schlafen gehen? Langsam bis dann wird die Qualität. Zwei Durchgänge, vollständige Auflösung, high. B-Frames sind sogar auf 4. Also es höher, besser geht's nicht in Code in Echtzeit. Mit Umrendering. Ja. Lass mal kurz schlafen gehen. Ja, das war die Antwort gerade, ja. was ist denn hier? Ich kann nur E drücken. Achso, ich habe wieder was hingebaut. Okay, schlaf. Dann speichere ich mal. Jo, passt. So. Jetzt muss er wieder saufen, der Char. Von uns kann jeder einen Arm essen, da hängt draußen einer. Bisschen saufen. Okay, ich glaube, es passt alles soweit.
Statistiken. Okay. Wo haben sie auf vereinzelt? Ach so. Weißt du, wo auf vereinzelt Realtime-Encoding geht? Ich glaube, auf Discord. Discord mit 8000 Bitrate auf vereinzelt-Encoding. Habe ich irgendwo eine News? Ja. Habe ich bei den, wenn du News gestartet hast, welche News? Lese ich nochmal nie. Ich glaube, ich habe es am Handy gehabt. Der erste, ne? Habe ich auch gesehen, die News. Aber ich habe es am Handy gelesen, die News da. Ich sehe es, ich bin da. Nicht getroffen, habe ich. Okay, dann haben wir wieder Essen zum Glück. Ich geh lieber weg. Dass du mich wieder tötest. Ah, du hast deine Haut, das ist. Essen. Ah, ich kann es auch machen. Jeder kann die Haut abreißen. Aber das den kann ich noch nehmen. Du kannst nicht noch mehr Stöcke tragen, okay. Schau mal kurz. Dreh ich mal um. Zack. Ein Stück weg. Geil. Jetzt holze ich den ganzen Wald hier ab und dann dürfen wir Rohstoffe haben. Wir müssen oben zubauen. Ja, und einen Zaun und so. Das muss noch ein schöner Weg und Billardtisch und ein bisschen Blackjack, Koks, Nutten. Ja klar, zumindest der, oder? Du kannst die Rüstung, die du gerade abgerissen hast, tragen, ne? Wenn du auf Rüstung gehst oder unten rechts, hast du die. Dann hältst du mehr aus. Dann hast du unten rechts bei der Map noch so einen Strich. Ja, ja, ich weiß, welchen du meinst. So. Ich kann nicht. Ich finde diese Haut nur nicht. Irgendwie. Unten rechts? Ja. Du musst nach rechts gehen mit dem Ding. Hier. Also unten nach rechts musst du gehen. Ohne taktische Jacke, die habe ich auch noch nicht gesehen. Wie weit geht denn das nach rechts? Ja, sage ich ja. Achso, hast du sie ja doch. Ich habe sie ja auch. Ich habe hier das Ding an. Ich weiß ja gar nicht, was ich anhabe, was ich nicht anhabe. Ich wusste nicht, dass man so weit nach rechts kann. Achso, schau mal. Bei der ersten Kapuzenpullover habe ich... Ich weiß nicht, was das erste Zeichen bedeuten soll. Da ist so ein Wirbel. Das ist die Hälfte, dann das zweite zum Hinsetzen, drittes Regenschutz. Also ist die eigentlich stärker, nur der Regen ist bei dem besser. Dann trage ich die mal. Die taktische Jacke nicht ausrüsten. Linke Maustaste zum Drücken. Ja, geht nicht bei mir. Die ist geblockt. Drück drauf. Weil du sie schon anhast anscheinend dann. Okay. Oder nicht? Weiß nicht. Bei mir war sie dann weg. Okay, jetzt ist sie wieder da. Wie kann ich das in die Hälfte teilen? Ich wollte oben wieder zubauen. Ach so. Okay, habe ich. Geil. Schön. Ist jetzt wieder das Problem, dass man, okay, dass man erstmal das Ding dahin bauen muss. Muss so einen Rahmen bauen. Das ist genau die Stelle, haben sie kaputt gemacht, wo es so ungünstig war. Zum Zumachen, weißt du noch? Genau, die haben sie kaputt gemacht. Okay, mal 5 wieder. Ich hab nicht Hunger, ich hab gerade einen Arm gegessen. Wie verfressen bist du denn? So, ich brauche noch einen Stamm. So, Kollege, jetzt holst du mir noch mal ein bisschen Holz. Du schleppst das jetzt so für uns hier hin. Kann er es hintragen in das Teil? In das Lager? Macht er das? I don't know. Reicht da, wenn das hier hinpackt, dann passt das. Aber schon cool mit dem Schnee, ne? Ja. Das hat natürlich jetzt deine Gartenpläne irgendwie ein bisschen nach hinten verschoben. Ein Quartal. Eigentlich mit deinen Vogelhäusern haben die irgendwas. Ja,
geliefert? Ich habe gerade eben geleert. Als ich nur eins gebaut hatte, hatte eins zwei Federn, jetzt hatte jeder nur ein Feder, eine Feder. Okay, Haus ist fast zu. Und das ist geil, das kommt auch, der Schnee kommt direkt so, so ein bisschen Schnee und dann kommt voller Schnee. Schon nicht schlecht gemacht. Ich brauche noch ein Stämmchen, dann haben wir's. Wo habt ihr abgeholzt? Hier oder was? Nee, wo war das? Hier hinten. Da. Da, wo keine Bäume mehr sind. Die Stämme, die spawnen nach einer Zeit, oder? Boah, das dauert, glaube ich. Wieso sagt ihr, ich hab den immer Hunger? Aber kalt ist mir ausnahmsweise nicht. So eins reicht. Ich schau die ganze Zeit, ob das passt im Stream. Müsste nicht gut sein. So. Haus wieder dicht. Und ich habe sogar so einen Reparaturstock. Und jetzt kann ich vielleicht da das reparieren. Ich weiß aber nicht, wo sie kaputt gemacht. Ich glaube, mal hier. Sieht man da nichts? Alter, das Ding fett. Wo sieht man denn? Die haben doch hier auch alles geschlagen hier. Die haben doch hier alles geschlagen, aber. Kein Indikator, dass was kaputt ist. Weiß ich, verstehe das nicht. Oh, es hat sich die Fenster noch draufschlagen. Ach, das müsste man optisch sehen? Ja, genau. Als ob ich optisch was erkennen würde. Ach, hier ist ein bisschen was. Okay, das ist einfach die Holz ein bisschen rauer da. Hast du denn Hunger, dein Schau? Weil bei mir ist halt wieder Hunger. Ich habe noch einen kleinen Strich. Hat dein Schau den Hunger? Ja, wenn ich gerade am Bauen bin, ist das mit dem Hunger nicht so wichtig. Ja, ich esse mal was und gehe noch ein bisschen was besorgen. Aber, hey, was mich am meisten immer noch nervt, wir schaffen es nicht, HP hochzukriegen. Weißt du, wir schaffen es nicht, HP hochzukriegen. Ich habe so eine Ration dabei. Ach du Scheiße. Vom Militär. Ich würde erstmal ein bisschen Rohstoffe sammeln. Mal ein bisschen erstmal. Druckerharz, Wodkaflasche. Wir können ja nicht die ganzen Störfer ausrotten. Ich habe hier wirklich. Molotow kann ich ein paar basteln. Eins habe ich schon. Und wir müssen vielleicht sogar in diese Höhle mal rein hier, wenn wir stärker sind. Hier am Anfang. Guckt Arm. Warte, ich kann mal hier was hinhängen. Das ist halt doch ein bisschen umständlich gemacht hier mit dem Hinhängen. Zack. Okay. Hab ich. Gut. Es ist mir kalt. Der Typ schleppt da weiter. Wie kriege ich meine HP noch um? Kommt sehr. Energy Drink? Nee, oder? Ist auch kein Indikator, dass irgendwas was bringt, ne? Das, wenn ich jetzt über das Gerät drüber halte, steht nicht da, das bringt das und das. Komischerweise. Nee, habe ich nicht. Wenn ich jetzt so eine Fackel mache, was kann ich daraus bauen? Ich kann nur ausrüsten. Mit diesen Totenkopfdingern soll man die Dinger, die Mutanten ja oder die Kannibalen ja angeblich verschrecken können. Muss man auch mal ausprobieren. Achso, so ein Ding, was die da haben, so. So eine. Ich wollte sagen, Opfergabe, ist aber keine Opfergabe. System läuft. Wo ist denn der Dude hin?
Da hinten. Da hängt er mal irgendwo. Also ich will irgendwie auf Jagd gehen, will irgendwas machen hier gerade. Man findet aber im Winter auch nichts zum, zum Anpflanzen oder so, gell? Sträuch oder so hat er doch, weiß gar nicht. Nicht so viel wie im Sommer auf jeden Fall. Ich bin dafür, wir warten noch auf ein paar Mutanten und dann dürften wir genug Rüstung haben. Achso, Rüstung, ja. Ich hab halt einen Strich. Ich hab drei Knochen jetzt. Aber dann schlagen sie uns einmal, wir sind da. Wir müssen irgendwas finden. Weil wir stärker uns wehren können. Schusswaffen oder so ein Scheiß. Warte, wir müssen mal kurz schauen. Okay, das hier ist oben die Schnelligkeit, in der Mitte halt keine Ahnung, unten ist halt das, was man aushält oder so. Das ist hier auch die Hälfte. Ich peile noch nicht die Anzeige. Also das oberste ist die Schnelligkeit, glaube ich. Dann ist so ein komischer Stern, das ist vielleicht die Haltbarkeit. Unten ist ein Schild, ist das... Was ist das Schild oder ist das die Haltbarkeit? Ich sehe die Indikatoren nicht. Oben Schnelligkeit. Mitte... Und bei dem ist es nur Schnelligkeit. Also ist dieser handgefertigte Keule, wenn es nach dem Schild geht, was heißt das? Chat, muss doch einer wissen, was das heißt. Es gibt doch immer Five Heads da draußen hier. Und wir haben unseren Chat keine Five Heads, hab ich vergessen, Entschuldigung. Das ist ein Two-Head-Chat hier. Deswegen können sie nicht nochmal schreiben, weißt du? So, hinter vorne ein bisschen. So wie die Typen, die uns hier angreifen. Ich gehe mal lieber schnell aus dem Chat raus. Deswegen komm, schreibt niemand was. Weil davon keiner VSRE drücken kann. Und trotzdem habe ich sie lieb irgendwann. So. Auf der Jagd hier. Ja, scheiße, da allein in der Höhle, weiß nicht, ob ich es überlebe. Ich probier's trotzdem mal. Ja, dann mach doch Ansage. Geh doch nicht alleine in die Höhle. Ich weiß ja generell auch, wenn, ob wir es zu zweit nicht überleben. Ich komme nochmal zurück, dass wir vielleicht mit einem... Haben wir Knochen zum Rüstung? Ich bräuchte noch einen Knochen für eine Rüstung. Einfach Uno Knochen. Stimmt. Aber ja, ich meine... Also siehst du, das ist das, was ich sage. Lass es doch lieber ein bisschen ausrüsten. Hochrüsten, anstatt immer mit nichts hinzugehen und nichts wirklich hinzukriegen. Das Problem ist, wir können uns da nicht hochrüsten, wenn wir nicht losgehen, was holen. Was ist da das Doofe? Wo kann ich denn das hier ablegen? Da oder was? Die Gegner sind die Camps halt deutlich stärker. Was hast du denn hier gebaut alles? Okay. Wo ist denn so ein Knochen? Bist du auch schon wieder müde? Nee. Aus dem Spiel nicht. Weil du nix, weil du nicht arbeitest. Doch, doch, ich schleppe doch hier Bäume hin und her. Ich schleppe doch Bäume hin und her. Ich hatte halt zahlreich gegessen und getrunken. Deswegen. Aber meinst du, so ein Zaun kann die abhalten? Ist das ein, ja, ist das ein Zaun? Achso, das ist gar kein Zaun. Das ist einfach so ein Ding, wo man einfach die Teile hinlegt, oder? Den Zaun ja auch selber bauen. Wir müssen den Zaun, glaube ich, aus so fetten Stämmen bauen, gell?
Auf niemand auf der Stimme. Ja. Wobei, es gibt, glaube ich, noch einen richtigen dünnen Zaun. Warte mal. Ist das hell? Aber ich komme halt mit dem Baumenü auch nicht zurecht. Jedes Mal, wenn ich es aufmache, suche ich 3 Stunden. Das ist irgendwie furchtbar. Warum ist das hier so hell? Okay, hier geht's eigentlich. So was wollten wir? Richtig, so. Hier ist der Stuhl, den ich gesucht habe. Ich brauche einen Knochen. Wo haben wir denn so ein Knochending? Einen Knochen bräuchte ich. Haben wir gar nichts für Knochen oder was? Kann ich einen Knochen finden? Ich muss hier da weggehen und Kannibalen kloppen, oder? Geht ja nicht anders. Was soll ich denn machen sonst? Hatten wir nicht so ein Knochendings da? Doch, hier. Lol, okay, wir haben 1000 Knochen da. Alles gut. 2, 3, 4. Ich glaube, es sind 4, oder? Ich hab gedacht, du hast den schon leer gemacht. Achso, nee, gar nicht. Ich hab den gar nicht realisiert, dass er da ist. Hab vergessen. Tragen. Okay. Entfernen. Gut. Ich habe jetzt 2 Stück. Ich habe jetzt HP, keine Ahnung. 30%, 2 Knochen, also 2 Ausrüstungsstriche. Wir kriegen die HP nicht hoch. Wir kriegen die HP nicht hoch. Was machen wir das denn? Das Problem ist, wir müssen ja, wenn wir kämpfen, müssen wir ja wirklich HP haben, dass wir auch getroffen werden mal. Oder mehr Rüstung. Also auf jeden Fall müssen wir irgendwelche töten. Aber die Rüstung, die schlagen dann 1-mal mehr drauf, dann ist die auch weg. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich gehe jetzt hin, farm Rüstung und in der Zeit verliere ich ja meine Rüstung, wenn ich farm. Weißt du? Soll ich die ganzen Baumstämme noch hier? Ich musste mehrfach draufhauen. War ich mit der großen Axt nicht? Na, 2-mal. Okay, mit der anderen was? 3-mal. Okay, mit der ist auch 3-mal. Vielleicht müssen wir auch das Kämpfen ein bisschen üben mit dem Block und so. Was ist denn eigentlich die Anzeige da unten? Es gibt 3. Unten rechts ist Ausdauer, unten links, also links halt, also von 6 bis 12 Uhr, also von 18 bis 12 Uhr ist Leben. Von 3 Uhr bis 3 Uhr nachmittags bis 6 Uhr ist Ausdauer. Und was ist von 12 bis 3? Das ist ein anderer Strich wieder. Das verstehe ich nicht. Ist das ein Wohlfühlfaktor oder was? Die Strich Schlafsymbol oder was meinst du? Nee, weiß ich nicht. Nein, bei der Minimap. Bei der Minimap. Das rote ist HP. Unten rechts, das rote ist HP. Das ist ja von 18 bis 12 Uhr, ne? Siehst du ja. Die HP. Was ist von 12 bis 3? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Digga, ich schick dir mal einen Screen. Das kannst du doch nicht vorstellen. Hast du denn keine Minimap unten rechts? Wird wahnsinnig. Hier, ich ja, schick das Screenshot. Ja, natürlich. Da, guck mal Screenshot an. Ist da Rüstung, Leben, Ausdauer und die Symbole mit Schlaf, Essen, Trinken und Kraft. Nee, aber der Kreis. Okay, Chat schreibt's gerade. Aber schau mal der Kreis da. Rot, grün, hellblau. Schau mal der Kreis. Ich habe das Screenshot geschickt. Stell dir ins Feuer, deine Skyping geht das weg. Also ist das hier, also das 12 von 3 Uhr, ist das Wohlfühlding oder was? Wenn du diesen Kreis als Uhr siehst, Jen, siehst du den Screenshot? Ja.
Wenn du den Kreis als Uhr siehst, ist von 18 bis 12 Uhr die HP. Verstehst du, was ich meine? Uhrzeit. Ja. Okay, von 18 bis 12 ist HP. Von 3 Uhr bis 18 Uhr, von 15 bis 18 Uhr ist Ausdauer. Ja. Okay, was ist von 12 bis 3? Mia meint, steht ans Feuer, dann geht's weg. Ach so, schränkt das meine Ausdauer ein? Die würde normalerweise von 12 bis 18 Uhr gehen, gell? Das ist mein Wohlfühlding, oder wie? Das schränkt meine Ausdauer ein, wenn mir kalt ist. Stimmt's mir jetzt? Jetzt glaube ich, habe ich es verstanden. Okay. Okay, und ich habe hier so zwei Pullis gehabt. Ich habe jetzt den Pulli angezogen, eigentlich, wo ich mehr Rüstung habe, aber das obere, was heißt denn das? Ist das obere Rüstung, das andere ist nur Urlaub oder was? Und das blaue ist halt Wetterbedingungen. Und wenn du gegessen hast und ausgeruht bist und du hast, dann bist du wieder voller Ausdauer. Okay, aber wenn ich dann aber wieder in die Kälte gehe, dann geht es wieder runter oder was? Also das Orange, ist das Rüstung? Das zweite ist irgendwie, das hockt im Urlaub auf einer Liege. Das dritte muss anscheinend Wetterresistenz oder Wetterschutz oder so. Ich habe halt so eine Jacke an. Die hat, ich tu mal die tragen, nur die andere Fläche. Genau, die habe ich halt an. Hier ist halt weniger für Wetter, aber mehr für Rüstung oder so. Ich habe jetzt die angezogen, bin ich besser geschützt gegen Wetter. Da schätze ich mal, wenn der Schirm da ist. So. Ich würde das gerade so machen. Wir suchen halt immer noch nach einer Möglichkeit, dass unsere HP halt hochgeht, weil wir laufen mit einem Drittel HP herum. Wenn uns so ein Gegner einmal haut, sind wir halt tot. Können wir noch was grillen oder so? Nee, oder? Ist da noch was? Ich würde halt ungern diese Riegel aus der Tasche essen. Die würde ich halt aufheben, wenn wir unterwegs sind. Irgendwie eine Höhlen oder so. Bei dir blinkt der Mond, muss noch ein bisschen schlafen, würde ich sagen. So, bei Penn? Bist du auch müde? Ja, bestimmt, ja. Bei mir blinkt der Mond auch. Und danach, und nachdem wir geschlafen haben, ist der Hunger wieder voll da und dann haben wir wieder kein Essen. Ja, und wenn man dann in irgendeinem fremden Lager ist, kommt man wie gestern nicht mehr nach Hause, weil wir nicht mehr laufen können. Ja, genau, deswegen habe ich zwei Guckfleisch. Genau, ich tue nur das Guckfleisch hin und dann können wir das... Achso, ich habe es in der Tasche. Okay, ich hoffe, das überlebt das Schlafen. Und dann würde man zweimal schlafen, gell? Glaube ich. Einmal auf Nacht und einmal von auf Tag wieder. Oha. So. Okay, jetzt habe ich Hunger und Durst. Geh erstmal saufen. Ist aber echt so, Mia. Wir sind gestern die ganze Zeit am Struggeln auch gewesen, da wir sind dauernd. Wir wollen Essen holen. Das Essen klappt nicht und dass wir irgendwie Leben und Rüstung verlieren dann. Okay. Was habe ich in der Tasche? Habe ich so ein Fleisch? Guckt Fleisch. Ich kann dir auch sowas geben, oder hast du noch was? Nee. Kann ich ihm das nicht geben? Warte, stopp. Benutzen, warte, hier. Ich hab dir Cooked Fleisch gegeben. Okay, hast gesehen. Jetzt kannst du das essen. Also halbe Gesundheit. Oh, ich hab noch Beeren. Könnte nicht mehr gut sein.
Genau, nun steigt 15 bei, hast du nicht. Und jetzt müssten wir ja quasi ein bisschen was holen auf Vorrat. Und wenn wir das machen, dann... Du, was jedes Mal wie verrecken oder so. Ich habe das geschafft, Rüstung auf 2 zu haben. Jetzt müssten wir halt welche... Müssen wir wieder Essen holen. Vielleicht können wir ja... Vielleicht geht's ja auch so hier... Also Fische können wir, glaube ich, hier nicht fangen. Vielleicht können wir ja auch so 10, 20 Hasenfallen aufstellen im Wald, dass dann irgendwelche da sind. Ja, aber ich frage mich halt, muss der Hase physisch live dahin laufen, dass er dann da runter, oder ist es halt so, wird da getriggert, so wie das Nest? Weil bei der Fischreuse ging es ja auch nicht. Also ich würde das aber ausprobieren. Ich baue mal. Ja. Ich mach's mit der Fisch. Hier bauen die unten hin, wo wir. Wo ich hier so freigeräumt habe. Ja, aber laufen die noch hin? Aber das Problem ist, hier sind auch keine Fische. Reintierfalle. Warte mal. Die greifen aber kaum noch an im Winter. Unter was findest du die Fallen? Lagerung, Unterkünfte, Bauschlupf, Möbel, Lagerung, Versorgung, Gartenarbeit, Fallen. Achso. Ja, unter Garten. Ganz unten ist das, ganz unten sind die Fallen. Fischreise. Hast du denn hingestellt? Wie viele Fallen hast du denn hingestellt? Mehr oder was? Ein paar, ja. Echt? Okay. Aber von der Grafik ist nicht schlecht. Atmosphärisch ist echt stark, haben wir gestern schon gesagt. Auch jetzt so ein bisschen benebelt alles hier. Okay. Ich hatte leichte Performance-Probleme gestern. Jetzt scheint es wieder zu laufen. Okay. Ich habe jetzt... Fallen habe ich gebaut. Naja, du musst erst noch bauen. 105 Stöcke brauchst du. Naja. Ich habe jetzt... Warum habe ich jetzt den Stock hier reingerammt? Das hat mir einfach nur angezeigt. Der Stock bei der Ding, das ist gut. Das zeigt mir das immer an, dass ich so ein. Das ist ein Stock, warte, ich brauche mal einen Stock. Wenn ich auf das zeige und dann linke Maustaste mache. Warum steckt er das denn so ab? Wie kriege ich den Stock wieder weg hier? Okay, hab ihn. Jo. Ich habe so ein Fischdingsding gebaut, aber es sind ja doch keine Fische. Okay. Aber krass, die besuchen uns gar nicht mehr im Winter. Vermisst ihr die Besucher hier? Die Besucher. Boah, doch, oh, komm, habe ich es gesagt, höre ich sie. Die müssten hier sein. Oh, da ist er, komm her. Ich habe ihn, komm, mein Freund. Ich probiere es erstmal mit dem Schädel einzuhauen. Oh, da sind mehrere. Oha. Jetzt laufen die wieder weg. Nee, der läuft auf mich zu. Scheiße, so ein Typ mit der goldenen Maske ist da. Oha, die sind böse.
Ja, zu zweit ist er kacke. Hier. Oh, das Papa kommt mit der großen Axt. Vorsicht, Vorsicht, dass du dir keine Haut, ey. Ja, lul. Weg, weg, weg. Jetzt hast du die ganze Scheiß wieder verloren, ne? Leider. Die große Axt ist zu langsam. Ich glaube, er ist an ihm vorbei. Weg, 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 weg. Ich würde erstmal an dem Trigger lassen, also was macht hier. Ja, der dreht sich ja im Kran. Lol. Okay, von einem Schlag nur die Rüstung verloren, kein Leben. Kannst da eigentlich nichts machen, ey. Bist du tot? Was soll ich sagen? Ich nehme die kleine Axt, geht schneller. Bist du wieder aufgestanden? Ich letztlich, wo bist du? Wieso bist du denn gespawnt? Ich hätte dich doch hier geholt. Doch, ich laufe ein bisschen. Wow! Ja, Digga. Alter, der macht halt Roundhouse-Kick hier mit dem Ding. Ich hab... Das mit dem um den herumlaufen geht eigentlich. Aber wenn der sich so dreht und so rundum schlägt, hast du gar keine Chance. Und wieder keine Rüstung mehr, ne? Sau schwer hier Rüstung zu kriegen oder zu behalten. Ist das mit dem Stab einfacher? Nee, oder? Aber ich hab mehr Range durch den, jetzt kommen die halt zu dritt wieder. Nee, der trifft mich ja trotzdem. Okay, jetzt bin ich wieder bei 10% Leben. Jetzt haben wir wieder halt den Progress von am Anfang. Das regt mich so auf, Mann. Wir kommen nicht weiter im Progress. Null. Das regt mich so auf irgendwie gerade. Jetzt ist das schon genervt. Da hast du ein bisschen Gesundheit, dann prügelt er dich und dann bist du schon wieder, als ob du nie was gemacht hättest im Leben. Ja, das nervt halt. Du kommst nicht weiter. Ohne Treffer den einen reinzuwürgen. So was bescheuert das nicht immer. Lass dir halt keinen Fehler erlauben, anscheinend. Voll. Ey, deine Base ist ja mal da, wo meine ist. Ja, das ist der beste Punkt. Das ist der beste Punkt, Amon, am Anfang. Am Fluss halt bauen, ne? Kennt man ja von diesen... Beim Süßwasser bauen kennt man ja von diesen Survival-Fick-Videos und so. Immer da wo bauen, wo klares, frisches Süßwasser ist. Hey, der hat so viel Rüstung, der Typ. Wie hält der denn aus? Boah. Boah! Das war mir so klar. Ich habe mich schon gestern damit trollen lassen. Bist du eigentlich in der Nähe oder soll ich ausbauen? Ich bin relativ... Ich bin relativ weit weg. Aber mal gucken, wo du spawnst. Ich spawn beim Lager halt hier oben, wo wir halt immer spawnen. Dann sehe ich dich nicht auf der Karte. Ich bin gespawnt, egal. Boah, in dem Dorf sind ja hunderte noch. Ah doch, ist direkt neben mir. Was ist denn hier? Das Dorf ist auch leer, soweit ich das sehen kann. Bin ich denn gespawnt? Doch, ich bin hier gespawnt. Wir machen irgendwie auch gar keinen, ja. Aber wenn wir, als wir heute wieder reingeladen haben, war das Dorf voll, gell? Ja.
Jetzt habe ich irgendwie das Feuerzeug abgelegt, das Ding. Ich brauche jetzt halt irgendwie meine Axt wieder. So, hier, zack. Das schaffe ich. Das war's. Ich sehe aber gerade hier, Jens, dass bei solchen Games, das ist echt komisch, was wie man geht runterrennen von 1440 auf 1080. Okay, nochmal aufstehen. Um ihn herum, dann schlägt er einmal. Und dann könnte ich normalerweise. Aber das schlägt er dann auch wieder. Okay, es sind ja zwei wieder. Da muss es bestimmt wegen das auszutricksen. So wie die dodgen, können wir auch dodgen. Ah, warte, mit Blocken. Ah, okay, warte, warte, so. Ja, die blocken. Okay, die blocken ja dann auch nochmal. Krass. Ich muss in die Kampfschule. Sich trainieren. Ich muss das trainieren, hä? Was macht er denn jetzt? Zündet er das Feuerzeug an und gleich hat er das Messer in der Hand. Hier soll es blocken. Die schlagen immer schneller! Ich probiere gerne ein bisschen Kampftraining. Ich probiere es zu schauen, aber mit der Axt ist halt auch kacke. Muss die Kleine wieder nehmen. Es muss doch irgendwie ein Kampfsystem geben, dass du gegen die triffst. Also gegen die ankommst. Was machst du eigentlich? Bist du noch da? Sagst gar nichts mehr. Hallo? Ja, ich bastel hier. Achso, okay. Und weg, 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 weg. Oh, ja. Yeah. Wie können wir uns denn stärker machen? Brauchen mehr Leben, mehr Rüstung, aber es geht doch nicht, um die zu töten. So. Ich finde diese Bewegung sehr, sehr sinnvoll manchmal. Ah, doch, ist die kleine Axt, okay. Kann man nicht so dodgen, so ein Sidestep machen mit zweimal klicken, wie bei Achilles oder so? Glaube nicht. Ey, ich hab doch... Warte mal, wenn ich einmal blocken... Also, er ist auf mich zugekommen, er hat geschlagen, ich hab geblockt und hab zurückgeschlagen, hat er irgendwie auch geschlagen. Also ich hab mich getroffen, weil er geblockt hat. Ich muss jetzt herausfinden. Das bestimmt gibt's da einen Trick, wie bei Icarus mit dem Bär oder so. Dass wenn du einmal weißt, wie du gegen die kämpfen musst, dann ist das easy. Aber erstmal alles herausfinden. Wo ist denn mein scheiß Rucksack? Ach, da. Hey, sag mal froh, dass wir nicht alles verlieren, wenn wir sterben, gell? Das wäre total krass. Hast du normale Steinpfeile nur, oder? Oh, ich hab das nicht mitbekommen.
Ich hab zugeschaut. Nochmal. Scheiße, Mann. Und voll hinten. Schlag doch gerade. Wieso kann ich denn sie doch kein Bein abhacken? Doch, geht. Oh, da ist Geld. Versucht, alles hier abzuhacken. Zwei Beine, zwei Arme. Einen Arm habe ich schon. Eine ist gerade explodiert. Wie der Arm oder was? Ja. Hier ist aber noch ein Bein. Oh, oh, oh. Scheiße, wir sind da zu nah wieder. Wir dürfen nicht in einem arbeiten. Machst du oder mache ich jetzt? Ja, mach mal. Ich glaube, es ist auch explodiert. Und der Arm ist aber noch hier so. Auch explodiert. Hä, wieso explodieren die denn die Arme, statt abzuschneiden? Zu stark geschlagen oder was? Weiß nicht, manchmal machen die das. Ich konnte jetzt von dem Typ nur einen Arm nehmen, das war's. Okay, hat sich ja gelohnt. Ich habe beide Rüstungsteile verloren. Ich habe von halbes Leben auf ein Drittel Leben und habe einen Arm gewonnen. Komisch Licht in der Hand. Ach. Erstmal chillen. Okay, gut. Ja. Mein Scheiß hungrig und ist müde schon wieder. Weil es war ein harter, kampferfüllter Tag irgendwie. Das geht meinen auch so. Ah, ich habe einen Lederbeutel. Komm, warte. Guten Tag. Hat es jetzt sich gelohnt mit dem Fallen? Ist es klappt? Oh, sich das gelohnt hat, weiß ich nicht. Weil ich hatte schon mal 4-5 Fallen einen reingesteckt, der ist immer noch gelaufen. Mit der Axt steckt er zweimal, aber Axt ist halt gefährlich. Hattest du niederstrecken können? Einfach? Schon gedauert, wirklich? Gell? Zwei Stöcke. Vier so kleine Steinchen. Und zwei Federn. Haben wir vier Schüsse.